Ohio gozaimasu, everyone. Welcome to baseball. If it's not Ohio gozaimasu, ah, es geht los. Right now, remember, it's always Ohio ja. Gozaimasu for you somewhere. As you may have heard, silly block is over. Jitsuruku Powerful Yakyukyukun Saga Yamata. Es ist ein Puzzle-Action-Third-Person-Shooter-Deckbilder mit einem Baseball-Thema. Ja. So habe ich bei der Vorbereitung auch geglotzt, als ich das Ganze dann in Action gesehen habe und mir durchgelesen habe und mir neu gedacht habe, yo, Japan, alles in Ordnung? What the fuck? Range. I'm gonna go to the actual main menu. This is not the main menu. I just wanted to show you this because it's one of the best menus in a video game. Also, I tried. Offer ist ein Puzzle-Action, Third-Person-Shooter, Deckbilder mit einer Baseball-Thematik. So, this game's in its own universe, mechanically speaking. There's really nothing like it. If you're a bit confused, just remember, it's a bit like baseball. Close your eyes and imagine a baseball in your head and then rotate that. Und das ist dieses Jahr auf PC rausgekommen. So we have two phases to our combat. We have batting, letztes Jahr, ja. We're in batting right now, as you can see, we're im Prinzip, wir durchlaufen die Level und haben halt Gegner. Das ist noch alles relativ harmlos, auch wenn das Spiel trotzdem stark nach einem Asset-Flip aussieht. Wir müssen erstmal alle Gegner töten und dann, ja, geht es halt weiter. Wir können Schüsse zurückschlagen. Das ist dann die Baseball-Thematik. Asset-Flip. Assets sind halt Assets sind halt vorgefertigte Bestandteile eines Spiels, die häufig auch in bestimmten Shops angeboten werden. Und Asset Flip beschreibt einfach, dass ein Spiel ja einfach aus verschiedenen Assets zusammengestoppelt ist. Und ich denke, jetzt versteht man auch, wieso das Spiel für mich der Abschluss des Silly Games Block ist, weil das Spiel absolut keinen Sinn ergibt. ja, die ersten Levels sind einfach nur basic, wir durchlaufen die Stages und und versuchen halt zwischen den Stages unser Movement Speed, so gut es geht, abzugraden. Gaming Crow 10, vielen herzlichen Dank für den Raid. So, und da Schüsse zurück, Dellon. Die Gegner ignorieren wir. Wir gehen jetzt einfach gleich ins Ziel. Nach dem siebten Stage, beim sechsten Stage versuchen wir einen S-Rank zu erhalten, also 15.000 Punkte in ein Level zu kriegen. Und ja, das gibt uns halt die Möglichkeit, das Rocket Boost Special freizuschalten. Oder dass ein Asset Flip das Level auf das Spielprinzip Levelaufbau und so weiter kopiert und möchte es noch ein paar Kritiken. Ja. The only exception is sometimes we will go above three innings on purpose to get more of those little flaming baseballs you see. So, talk about Kidama. Yeah. Das Game sieht seltsam aus. Ja. Es, vor allen Dingen, man sieht es und man steigt nicht wirklich aus da durch. Und dann auch deshalb, weil es halt auf Japanisch gehalten ist. Ja. Die ganze Sprache. Aber es passt zum Block.
Es ist ein wunderbarer Abschluss. I'm gonna die if I don't play baseball. Im Mainstream Chat gelesen. So, wieder. Da wusch. Dann weiter. Ja, Gegner ignorieren wir. Und ab ins Ziel. I have $14.30 here from Lily's Dark Materials, who says $1.43 for my best boy Snorlax. Time for one more? I don't think so, unfortunately. This game's moving at a rapid pace. Doing one more speed unlock here, and we're going to be moving on to a very important level. So we need to get. Ich habe keine Ahnung, was da eben geschehen ist, was ob das jetzt irgendwelche Dialoge waren oder so. Ich weiß halt nur, es geht weiter. It lets us use rocket play ball. You don't say. Aiko hat das bestimmt übersetzen können. Meine, noch ist das ja harmlos in Anführungszeichen. Also, noch ist es halt nur, wir laufen durch Level und ab und zu schlagen wir irgendwelche Geschosse zurück. Ja. Und dann irgendwann kommt die Deckbuilding-Mechanik mit hinzu. Und zwar ungefähr jetzt, glaube ich. Ja. Diese Deckbuilding-Mechanik, 5 Karten, beeinflusst auch noch das Gameplay. Darf gut, Don Probino. Wir kombinieren verschiedene Karten und können Karten noch kaufen und ja, dadurch können wir uns heilen, wir können uns einen Boost geben und diverse andere Sachen. Sehr viel mehr Kekse, ja. Das war auch meine Reaktion, als ich das das erste Mal bei der Vorbereitung gesehen habe. Das müssen wir jetzt auch noch sehen, diese Buchstaben und so. Das sind halt Stats, die wir entsprechend verändern, weil das hat auch noch Einfluss, vor allen Dingen für die Bosskämpfe. So, wieder Karten. Das ist um sich das mit ADHS merken zu können, oder so einem normalen Gehirn. Ja. Alles nur ja. Es ist einfach, Alter, was ist das? Was Ramen die geraucht? Was ist, ja. Ja. We are going to be moving on to our first boss level of the run. Killing Pepsi, you want to explain how bosses work? Yeah, there's two kind of bosses in this game. The first is a helicopter, which you'll see a few times. So we're going to build up our Kidama to 4, wait for it to shoot a bunch of shots, and then reflect them with the big pickaxe. Und es geht ins nächste Stage. There we go. And immediately cancel that animation with a card switch right here. This card right here gives us 2 extra Kidamas. We have 4. Ich bin ehrlich, das wäre ein weirdes Game, das ich mögen könnte. Selbst wenn du das nicht verstehen könntest, weiß ja nicht, ob man eventuell noch Sprachen ändern könnte. Nee. Ich denke, dass er sich einfach akt hat, was er wie machen musste oder wie auch immer, der Runner. I did get an upgrade here. It gives us +2 Kidama at the start of the level. I did a specific strat on the boss to give myself a ton of score just to get that, because it just lets us do an extra rocket boost for free, basically, which is quite good. Someone needs to explain this level. I need to focus. Yeah, so at the start, Sean's gonna look back. Versucht jetzt, für, ich glaube, jetzt gleich in den Boss. Very good. And try to hit this one here, and we'll see if it goes. That's a tough one. We get a real quick backup that we used to do. So this is my one contribution to the speedrun. Ja, das ist einfach nur, es ist einfach nur weird. Eben der Stream, okay, der Stream hat eben kurz was sich bei mir gefreest. The angle for getting that is pretty finicky, and it didn't want to give us at that time, but we get another chance at the aim check here, and that one looks really good. Watch the radar. Yeah. Hey Ball, okay.
way they kind of keep you on track in each level is by having these little walls on the side. But we're speedrunners. Oh, Darados, dann lernen und zum ZFM einreichen. Entweder zum ZFM Onsite oder ZFM Online. We don't fully understand why. Halt eine Mischung aus Nier Automata plus ein Kartensystem und das wie die komische Edelsteine aus Final Fantasy 7 ist, okay. Diese komischen Edelsteine heißen Materie. Du Kunstbanause. Zorgo ist getriggert. Zorgo ist getriggert. Zivile Dakimakaro Kissen besitzt du. Was ist Dakimakaro Kissen? Ernst gemeinte Frage. Which is going to set us up for a quick kill a little bit later. It is worth trying a few times. There we go. So that'll get us a quick kill on some enemies at the end. But the first thing we're going to do is run over here, do some normal enemy hits, and then we're going to... Warte, ich schon mal zuschauen, ja. Irgendwie müssen wir den Ball auf... Okay, der Ball muss rüber, jetzt müssen wir rüber und... Den Gegner schlagen. Das ist ein gewaltsames Tennisspiel. Ja. Ja, du weißt, was das ist. Paui, ich bin mit japanischen Sachen nicht aufgewachsen. Mit länglichen japanischen Nudelkissen. Okay. Schön. Null. Ich bin eher mit westlichen Sachen aufgewachsen. Ich lese auch mehr amerikanische Comics als eher Mangas. So Waifu ist auch abgebildet. Das ist auch schön für die Leute. Interessiert mich alles nicht. Magst du was? Da schützen dir die Ohren, Mondschein, ne? Bei Waifus. Ja, du kannst dich mit Poi zusammentun. Ich glaube, der ist auf der Suche nach Waifus oder so etwas. Das ist jetzt übrigens. Das war übrigens ein Boss-Gegner, glaube ich, den wir gerade geskippt haben. Ein Passwort geben wir ein. Ja. Ja, das Anpassen. So, das ist jetzt ein Boss. Ja, eine Spezialattacke zum Beginn und dann, sobald die Kugeln halt spawnen, ja, machen wir eine Spezialattacke und das ist ein Animation Cancel und ja, dadurch können wir ihn sehr schnell besiegen. Ich weiß nicht, ob es besser ist, dass ich mich jetzt bald aufmache, ein Pinguin-Kostüm an einem semi-professionellen Umfeld anzusehen, wenn ich den Soldier. LOL. LOL, Xion. Amman ist doch nichts unter seinem Waifu-Mauspad mit Handgelenkauflage. Also, ich weiß nicht, wie viel du davon täglich verschwendest, Mondschein. Alle halbe Stunde eine. Ja. Also, für mich wäre das nichts. Also, ich brauche Freiheit bei der Handbewegung. Nichts, dass ich mich irgendwie einschränkt oder so. Deshalb normales Mauspad bei mir. Ich habe meins auch schon seit über 20 Jahren mittlerweile. Ja, du hast angefangen, Mondschein. Oh. Wir müssen halt die Bomben irgendwie schlagen und dann doch nicht und dann durchs Tor und dann die Feinde ignorieren. Ich weiß nicht, was da geschieht. Ich versuch's nachzuvollziehen, aber ja, nein. I don't know. I just don't know, honestly. And as you know, the primary rules of soccer are run to the touchline behind your opponent's goal. Wait. Und auf einmal sind wir auf einem Fußballfeld, bekämpfen Gegner und das Spiel macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es ist einfach irgendeine random Scheiße zusammengedröppelt und ja.
Why did I do this? Oh no, this is gonna work. Viel Spaß beim Nachvollziehen. What's the play here? I think it's this probably. This is sketchy, but this should work, I think. I switched to the wrong card. Please work. Please kill. It should. Oh, that's. Oh no 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 no. Mein Lieblingsmontag immer. I believe. Yes. And we shouldn't get 500,000 here. Good job. Nice. Oh, yeah. So I don't swing in that direction. Das ist nichts, weder. Das ist nichts, was mich reizt. Ich denke, wieso du darauf rumreitest oder was du dann so lustig findest. Please give this game your time. But time, by the way, is coming up very shortly. This might not kill. So, wir sind jetzt beim Boss, beim nächsten Boss wieder und wieder Animation cancel und dann sofort wieder los, wieder abfeiern. So that's it for that. If you do want to run this game, there isn't really a community or anything because it's this game has like 20 reviews on Steam. It's not exactly known. But reach out. On time. Tell you anything about this game. I am obsessed with sharing things about this game, so please do so. The game is over. Sayonara. Ja, das kann ich nur bestätigen. Sayonara. Und das ist ein neuer WR. Plötzlich ein 33.6. Nice. It's only a dollar. You can get way worse things for a dollar. And you can get way worse things for like $60, honestly. Anyways, there's our ultimate food. And like all good cup ramen. Yeah, it transforms instantly. Viv's Feus Humor mag Veni, just for your information. Schön, dass Feus Humor Veni mag. Ich mag's Feus Humor dafür nicht. Das ist halt so. Humor ist immer unterschiedlich. Die einen mögen dies, die anderen mögen das. Viv, lass dich ganz kurz alleine. Ich mach mal kurz einen Runner-Check. Okay, dann warte ich, bis du dann fertig bist und dann verkrümmel ich mich. Ja. Aber ja, das ist ein neuer WR, Momanius. Das ist ein neuer WR. Shout out to ABA for playing this game. Shout out to Unknown for playing this game. Shout out to Fumipuff for playing this game. Shout out to Joel for playing this game. Shout out for Pot Yahoo for playing this game. Ja, aber wieso reitest du dann darauf rum, Foy? Wieso versuchst du dann immer und immer wieder, wenn du halt merkst, dass meine Resonanz eher lahm ist und nicht entsprechend? Dann wäre der keine hundertstel Sekunde ist, genau. Das ist richtig, Sion. Big thanks for all of them for playing this game. You made meine Pflicht sagen, dass ich jetzt schon ein bisschen älter bin, aber wenn ich halt merke, da kommt nichts, dann versuche ich es nicht immer wieder. Ja, dann ist es halt so, genau. Ja, der WR wurde sehr deutlich geschlagen. Das ist richtig, John. Das ist richtig.